geht ab? Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute geht es um Schuhe bzw. um Sneaker. Also ich dachte mir... Mann! Ich habe mich sehr erschrocken. Guck mal, wie dreckig sie lacht. Guck mal, wie ein Ablauf die hier dahin. Heute geht es um Schuhe. Und ich dachte mir mal, dass ich euch mal zeige, was denn im Moment so meine Favorite Schuhe sind. Ich dachte, vielleicht mache ich auch noch das in Kombination mit High Heels, aber mir ist aufgefallen, dass es dann viel zu lange wird und viel zu viel wird. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr dem ja einen Daumen hoch hinterlassen und dann kann ich auch noch ein High Heel Video machen. Das geht dann speziell an die Ladies. Wir fangen jetzt mal an und ich hoffe, es gefällt euch. Ich dachte mir mal, dass ich mit den im Moment gehyptesten Schuh anfange, und zwar mit dem Adidas Superstar. Den habe ich in so einem Khaki-Grün geholt. Also es gibt so viele verschiedene Grüntöne und das oder dieser Ton hat mir eigentlich am besten gefallen. Ich habe dieselben Schuhe auch nochmal in Rot. Die haben hier so ein, einige kennen sie schon, die haben so ein Schlangenprintmuster, ein bisschen anders. Die allerdings sind aus Pharrells Kollektion, also 50 oder 49 oder 51. Ich weiß nicht genau, was von denen. Irgendwas im 50er Bereich. Auf jeden Fall hat der 50, 51 oder 49 verschiedene Farben für Adidas Superstars gemacht. Ich liebe sie. Ich liebe den Schnitt. Sie kommen wieder in die Mode. Die kommen ja aus, ich weiß nicht aus welchem Jahr, aus ganz früher auf jeden Fall. Bei dieser Farbe ist die Verarbeitung um einiges besser, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, dass bei den hier 50, ne, da Shades und sowas, ein bisschen gepatcht worden ist, weil der Kleber hier vorne sich auflöst an der Halterung. Also da und da sind so Lücken drin, das sieht man jetzt vielleicht nicht so gut, aber wenn man geht, dann flupp das so hoch. Ja, das finde ich nicht so cool. Ich trage sie trotzdem und ich liebe sie trotzdem. Mainstream-Schuh hat jeder Adidas Superstars und das sind eigentlich meine Favorites, weil ich fand die schwarzen oder die weißen einfach zu basic. Die kann man nicht zu allem kombinieren, aber wenn, dann sind sie das Highlight deines Outfits. Die Damen und Herren, die mich von meinen früheren Zeiten verfolgt haben, wissen, dass ich schon mal ein Schuhvideo auf YouTube online gestellt habe. Das habe ich dann aber wieder rausgenommen, weil ich dann unzufrieden war mit meinem Video, wie mit ganz vielen anderen Videos. Ich bin ein sehr... mich selbst kritisierender Mensch. Auf jeden Fall habe ich euch schon mal diese Schuhe hier gezeigt. Das sind die Huaraches. Und das sind das OGs, das heißt Original Colorway von, oh, ich habe das ja schon wieder vergessen, genau in dem anderen Video auch. 97 oder 95? Bitte verflucht mich, ich habe es vergessen. Auf jeden Fall kamen die in irgendeinem Jahr schon mal raus von früher und dann kamen sie nochmal und ich habe für die Schlange gestanden und da habe ich sie bekommen. Ich muss sagen, die Huaraches fallen ziemlich, ziemlich klein aus. Das heißt, ich habe eigentlich so 37, 38, in denen habe ich eine 38,5 und weil ich nicht genug von diesem Modell bekommen habe, habe ich sie auch noch in Lava Pink geholt. Das sind übrigens keine Original Colorway, die kamen jetzt erst vor kurzem raus, vor 2, 3 Wochen. Und ich habe sie im Schaufenster gesehen und mich sofort verliebt, weil das ist voll meine Farbe. Andere denken jetzt so, aber ich finde sie, und ich finde sie ganz toll. Auf jeden Fall sind das übrigens zu dem Schuh ganz kurz sehr, sehr sportliche Schuhe. Sie haben hinten so ein stretchy Band. Sie liegen sehr eng an, sind super gemütlich. Wirklich achtet darauf, wenn ihr euch auch Huaraches, wie die geschrieben werden, zulegen wollt, dass ihr sie auf jeden Fall eine Nummer oder 1,5 größer kauft, weil sonst wird es echt eng. Ich habe mir gedacht, dass ich immer so zwei Schuhe, die vom ähnlichen Modell sind, aber vielleicht in einer anderen Farbe auf einmal vorstelle, da das Ganze ein bisschen fixer geht. Ich weiß, ich bin eigentlich voll der Anti-Air Force-Mensch, das hatte ich auch in meinem alten Video gesagt. Aber ich war nur gegen diese klassischen 1er weißen Air Force, die wirklich jeder Hans und Franz hat. Und dann habe ich die gesehen und habe mich verliebt. Also ich liebe dieses Knallblau, das ist so ein Königsblau. Und ich glaube, die gab es in so einem Dreierpack, da kamen noch zwei andere Farben raus. Bordeauxrot und irgendwas anderes. Und ich fand die irgendwie am schönsten. Auf jeden Fall finde ich die super, super geil, wenn man wirklich so ein schlichtes Outfit anhat und dann boom. Am besten ist das mit so einer hellen Jeans kombiniert, meiner Meinung nach. Jedem das seine, jedem das seine. Und dann stechen die so richtig, richtig schön raus. Also ich finde die bombastisch. Und natürlich, weil ich von Farben nicht genug bekommen habe, habe ich mir die erst gestern zugelegt. Die sind auch richtig frisch. Das sind jetzt aber die mit, also die kurzen. Ebenfalls schlichtes Outfit, Highlight-Schuhe.
Und ja, ich finde sie super. Die haben so einen Pfirsichton, so einen Peach, aber schimmern auch noch so ein bisschen. Das, oh mein Gott, ich habe mich sofort verliebt in diese Schuhe. Das sind im Moment voll meine Favoriten. Letzte Woche waren es noch die Huarachis. Bei mir ändert sich das wirklich alles. Ich bin wirklich schuhsüchtig. Naja, auf jeden Fall, die sind super, super niedlich. Air Force kennt jeder, Air Force mag jeder. Die Farbe mag zwar nicht jeder, ich finde sie toll. Kommen wir jetzt endlich mal zu ein wenig schlichteren Schuhen, zumindest farblich, nicht von der Form her. Und zwar habe ich hier Jordans, oh mein Gott, das sind... Gesundheit! Ja, was kann man denn zu denen sagen? Super, super gemütlich. Haben hier so eine stoffartige Oberfläche und hier so goldene Highlights hier so oben und hier das goldene Jumpman-Logo. Und ja, haben einfach eine gute Sohle, meine ist jetzt ein bisschen dreckig. Auf jeden Fall sind die mega, mega gemütlich. Die Verkäuferin da hat mir noch so coole Pads da hinten angedreht. Ich lasse mir eigentlich nichts andrehen, aber die sind wirklich super gemütlich. Gibt es, glaube ich, bei Footlocker auch. Ich mache Werbung für Footlocker, oh mein Gott. Achso, dazu muss ich sagen, das mit den Schuhen kommt auch ein bisschen dadurch, dass ich 2 Jahre lang bei Keks gearbeitet habe. Und deshalb habe ich so einen kleinen Schuh-Tick. Also die haben mich da alle so ein bisschen angesteckt und da bin ich auch drin. Ich komme zum nächsten schwarzen, schlichten Schuh und zwar ist es ein Nike Blazer. Nike Blazer, wie bekanntlich, sind die allerersten Basketballschuhe gewesen überhaupt. Also Nike hat die erstellt. Und natürlich, weil es wieder nicht normale, schlichte Schuhe sein konnten, mussten die natürlich wieder schimmern. Und ja, und die schimmern. Also die sind einfach so schwarz mit so ein bisschen Schlangenoptik und glänzen. Also die finde ich super, kann man zu allen tragen, ebenso wie diese. Die sind vielleicht so ein bisschen... Nein, okay, sind sie nicht, aber wenn von den beiden eleganter, die sind halt ein bisschen sportlicher, aber die sehen wirklich super, super sexy aus bei mir, das finde ich. Also ich finde, die sehen richtig hart aus. Und jetzt denken sich bestimmt einige von euch, Shirin, was ist denn mit deinen ganzen Jordans passiert? Ja, ich war übertriebenst der Jordan-Freak. Ich muss sagen, ich habe sehr viele Schuhe verkauft. Ja, Jordans sind sehr, wenn sie beliebt sind, kann man sie sehr, sehr gut verkaufen. Die einzigen halt, die ich behalten habe, das sind die 13er Jordans. He got game. Und die habe ich damals bei Kleiderkreise geholt. Jetzt denken einige, ne, so, aber, oder auch nicht, vielleicht hypt ihr das auch voll. Habe ich auf jeden Fall früher voll toll gefunden, weil es dort immer Jordans zu finden gab, die ausverkauft waren. Und ich habe sie nicht bekommen. Dann habe ich sie bei der Rihanna irgendwann gesehen und ich fand sie so geil. Die sind halt übertriebenst abgespaced, ne, hier so mit dem Blub. Irgendjemand meinte, das sind ja Mondschuhe. Die sind sehr, 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 sehr speziell, auch wenn schlicht von der Farbe her, aber natürlich hier so rot und so. Aber ich liebe sie und die konnte ich, also von denen konnte ich mich nicht trennen und die habe ich behalten. Ja, wo kann man die kriegen? Im Internet, wenn man Glück hat, bei eBay oder so. Weil die kommen ja so alle paar 10 Jährchen raus oder sonstiges. Und die anderen einzigen Jordans, die ich noch habe, die habe ich mir letzten Dezember geholt. Und zwar sind das die Elva Jordan. Columbia heißen die. Ja, Elva müssen eigentlich immer sein. Also ich finde ein Elva, also Elva ist eigentlich schon mein Lieblingsmodell von den Jordans. Wer sich nicht auskennt, bitte googelt das, dann wisst ihr das. Oh mein Gott, was ich noch unbedingt anmerken muss. Niemals, niemals steigt ihr so in eure Schuhe. Nehmt euch einen Schuhlöffel und behandelt sie ordentlich. Ha! Ich hasse das, wenn man diese Falten hier drin hat. Leute, das geht nicht. Das ist ein No-Go. Die sind glänzend weiß und ich habe sie auch nur einmal getragen. Oh mein Gott, das ist mir wirklich, wirklich peinlich. Aber die werden auf jeden Fall öfter zum Einsatz kommen. Auch eher schlicht. Ich weiß nicht, ist das schlicht? Ich finde schlicht. Ja, schön mit dem Leckchen hier glänzt und die kriegt man ebenfalls nicht mehr. Also meistens so Jordans, vor allem Retros, kommen eigentlich immer dann nur einmal und dann wieder für so 5 bis 10 Jahre nicht. Die Preise, die ich euch natürlich nicht genannt habe zum einzelnen Schuh, weil ich hier so eine Wand bin, habe ich euch nochmal, beziehungsweise verlinke ich euch und in die Infobox. Ich schreibe euch das Modell mit dem Namen auf, damit ihr alle schön in Ruhe nachschauen könnt, googeln könnt und ich schreibe euch noch dazu, ob es die noch gibt oder ob es sie nicht mehr gibt. So, das haben wir schon mal geklärt. Und dann kommen wir zu meinen letzten beiden Paar Schuhe. Und zwar sind das Patrick Moore Schuhe von, beziehungsweise für K1X. Patrick Moore ist ein Designer und er hat Haare, also er hat Haare und er hat diesen Schuh für K1X. K1X ist die Eigenmarke von Kicks. Kicks ist super gemacht und ich fand sie Hammer. Also es ist komplett aus Wildleder. Die kann man hier noch so hoch, wenn man die so anhat. Und er hat vorher so ein cooles Illuminati-Dreieck. Und ich finde sie wirklich, wirklich schön. Es gab sie in 3 Farben. In dieser Farbe und es gab sie in Orange. Aber da Parayok habe ich mir nur diese 2 holen können. Und ich habe 50% bekommen.
weil ich damals noch Mitarbeiterin war. Deshalb konnte ich mir beide leisten. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, wo es die gibt. Ich gucke gleich mal nach. Aber auf jeden Fall gab es auch noch andere Farbvariationen von ihm und ich liebe sie. Und das sind absolute Highlight-Schuhe. Also das sind richtige Highlight-Schuhe. Ja, so schlichtes Outfit und dann boom. Schlichtes Outfit und dann boom. Das ist geil. Und der letzte Schuh, den ich euch zeigen werde, ist nicht wirklich ein Sneaker, sondern ein Boot. Das sind graue, hellgraue Timberlands und ich muss zugeben, da sind schon so ein paar Flecken drauf. Ich habe sie noch ein bisschen sauber gemacht fürs Video, aber einige gehen davon auch nicht so gut raus. Ne? Helle Schuhe ist immer super, super kritisch. Ich wollte ganz weiße Timberlands haben und die habe ich damals, als ich in Verona war, für das Video, vielleicht kennen das einige von euch noch, waren wir auch noch ein bisschen shoppen, also hatten ein wenig Zeit dafür. Und dann habe ich diesen Timberland Store entdeckt und ich fand sie mega toll. Musste sie unbedingt haben. Wisst ihr, was ich an denen nicht mag? Dass die so absolut hart sind. Also sie sind überhaupt nicht so richtig gemütlich. Ich weiß nicht, ich glaube, man bekommt die im Internet. Aber ich hasse halt Internetschuhe bestellen, weil ich nicht sehen kann, ich kann nicht fühlen und ich kann nicht anfassen. Und jeder Schuh fällt unterschiedlich aus. Also in jedem Schuh, den ich hier habe, ich habe einen Schuh hier in 37 und wie gesagt, die Huarachis in 38,5. Also eine bis eineinhalb Schuhgrößen sind komplett normal. Deshalb müsst ihr immer, immer anprobieren bei Schuhen. Das ist wirklich ganz, ganz komisch. Und ja, die sind so ein bisschen hart, aber die sehen halt super, super geil aus mit so einer Baggy-Hose und oben so ein enges Oberteil. Generell so bevorzuge ich jetzt nicht Nike, Adidas oder sonstiges. Ich liebe einfach Schuhe, die mir gefallen, die gut aussehen, die ins Auge stechen, die vielleicht irgendwo eine Schlichte so die Schönheit haben und irgendwo im Highlight. Also es ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Und allgemein bei Schuhen muss ich euch jetzt nochmal als ehemalige Schuhverkäuferin so angehen. Solltet ihr immer darauf achten, dass ihr einen halben Finger Platz habt, mindestens. Oder ein, war das ein? Ein Finger. Ja, ein halber bis ein Finger, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall immer, immer anprobieren. Nie irgendeinen Schuh kaufen, weil ihr denkt, ich habe eh so Größe, das und das und dies und dies. Nein, nein, jeder Schuh fällt ganz anders aus. Deshalb immer schön anprobieren. Und falls ihr so ein Pflegemittel braucht, verlinke ich euch noch ein super geiles, mit was ich auch schon in meinem letzten Sneaker-Video erwähnt habe. Unten, das ist Jason Mark, habe ich natürlich nicht hier. Ich glaube, ich habe das noch der Ramona ausgeliehen. Das liegt irgendwo bei der rum. Auch mal wiedergeben, oder? Das ist super, super, das Mittel. Also wenn ihr euch wirklich gute, teure Schuhe mal gönnt, so, und wo ihr sagt, boah ey, das hat echt in meinem Portemonnaie wehgetan hier, dann solltet ihr nicht, guck mal Leute, ne, ich liebe Snipes von Footlock, aber kauft nicht diese Putzmittel, weil die bringen nichts. Da könnt ihr euch Seife nehmen, eine Zahnbürste und das wegschrubben, das ist genau dasselbe Ergebnis. Oder ihr holt euch eben Jason Mark, was ein bisschen teures, aber super für die Schuhe. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über jedes Däumchen nach oben. Und ich freue mich über eure Kommentare und über euer Feedback. Was mögt ihr für Schuhe? Was fandet ihr richtig hässlich? Was fandet ihr voll geil? Bis dahin verabschiede ich mich. Was mir bei den hier aber besser gefällt, da muss ich sagen... Fragt nicht warum. Das habe ich allerdings wieder auf privat gestellt, weil ich dann... Siehst du, es hat aufgehört. Hast du gehört? Bist du das? Nein! Hast du es gehört? Ich habe geschrien, es hat aufgehört. Ich schwöre, der Typ da unten, der läuft mir vorbei. Was ist denn das für ein Dreck? Okay, ich dachte, du wärst das. Nein, was mach ich denn mit dem Schuh? Der Typ, der vorbeigeht, der schaut so nach oben zu mir. Und ich so... Schrien ist das! Was soll ich denn machen hier? Ich dachte, das Fenster wäre rausgefallen oder so. Würde mich nicht wundern. Ja!